So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Sollen. Ich habe das Gefühl, wir sind den Täter richtig auf der Spur. Wir haben in der letzten Folge die Leiche, beziehungsweise Cedric und Tessa haben die Leiche von, hieß sie Tessa? Ja. Von Dr. Leitner gefunden, der sich totgespritzt haben soll, mit einem angeblichen Abschiedsbrief, der meiner Meinung nach aber der dargestellt werden sollte, also gefälscht, gefaked, wie auch immer, dass man eben halt denkt, dass er wirklich sich verabschiedet hat, der aber allerdings mit der Maschine geschrieben worden ist und nicht mehr. So hätte man seine Handschrift identifizieren können, so wie damals bei 7 Endgame das mit Lina war. So, da hat allerdings Annalena Lina mit vorgezogener Waffe sie dazu gezwungen, den Brief. Hätte man die auch machen können, wäre natürlich eine alte, geilere Alternative gewesen. So, Cedric. Piep. Tomji, wir sind auf dem Weg zur Papierfabrik. Oh, 21.40 Uhr, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich hoffe so sehr, dass Chiara gut geht. Ich weiß, dass Dr. Leitner gesagt hat, dass er ihr nichts getan hat. Aber er war ein krankes Schwein. Was, wenn er ihr doch was angetan hat? Cedric, ich bin mir sicher, dass es Chiara gut geht. Denk sowas nicht. Wir müssen auf den schlimmsten Fall vorbereitet sein. Warum sollte er den Standpunkt von Chiara denn sagen? Wenn er sich denn umbringt, dann kann es noch alles scheißegal sein, oder? So. Du hast recht, Tomji. Chiara ist eine der stärksten Personen, die ich kenne. Du kennst nicht viele Leute, wa? Ihr geht es ganz bestimmt gut. Es fühlt sich aber noch alles so merkwürdig an. Ich kann noch immer nicht fassen, dass der Fluch gebrochen ist. Nun bleib mal ganz ruhig, Junge. Noch hat Serena sich gemeldet und gesagt, hier, jetzt ist Schluss, ich habe keine Lust mehr, ich lasse euch jetzt alle in Ruhe. Die letzten Tagen haben sich wie eine halbe Ewigkeit angefühlt. Und jetzt haben wir es echt geschafft. Können wir nicht da mal ein bisschen zwischengrätschen und sagen, hier, Cedric, bleib mal ein bisschen ruhiger? Tut mir leid, Tomji. Ich muss jetzt für Chiara stark sein. Ich melde mich, wenn es Neuigkeiten gibt. Ja. Ja, das tut mir leid. Cedric. Also ich sehe das ja noch nicht so. Tessa. Bin jetzt wieder zu Hause. Einer der Polizisten war so lieb, mich zu fahren. Ja, das ist wirklich sehr, sehr nett von denen. Tomji, ich weiß gerade nicht, was ich fühlen soll. Natürlich bin ich überglücklich, dass Serena endlich Erlösung gefunden hat und dass sie euch nichts mehr antun kann. Aber ich weiß auch nicht. Irgendwie fühlt es sich so an, als hätte ich sie ein zweites Mal verloren. Ach Mensch, deine Gefühle sind ganz normal. Serena war schließlich deine Schwester. Sei nicht traurig, Tessa. Serenas Seele ist jetzt endlich frei. Wir kämpfen tagelang, um zu überleben. Und du bist traurig, weil Serena jetzt weg ist? Vorwürfe, ne? Das wird nichts bringen. Das wäre ja totaler Quatschkram. Das ist ihre Schwester. Ja, ich weiß schon. Aber ich spüre wieder diese Leere in mir. Es ist beinahe wie damals, nach Serenas Tod. Glaub mir, mein Kind, sie ist noch bei dir. Tut mir leid, Tomji. Ich will dich jetzt nicht auch noch runterziehen. Der Fluch ist gebrochen. Und Chiara ist frei. Das werden wir noch sehen. Das ist das Einzige, was jetzt zählt. Sei mir nicht böse, aber ich werde mir jetzt ein Bad einlassen. Der Tag liegt mir echt in den Knochen. Jo. Bis später, Tomji. Ja.
Und nochmal danke für alles, ja. Ja. Wieso danke? Manchmal verstehe ich das nicht. Wir haben es ja nun mal ihr zu verdanken, ne? Damit wir wussten, wer jetzt nun der Mörder war, der Geist war, bla bla, keine Ahnung. Aber es ist so, es ist noch nicht alles fertig hier. Wir kommen gerade aus der Papierfabrik. Es tut mir schrecklich leid, euch das sagen zu müssen. Wir haben gerade Herrn Krugers Leiche geborgen. Oh, ist er doch tot. Ich dachte, er hat das damals ein bisschen angefaked alles. Bitte nicht. Leitner, dieses dreckige Schweine. Ich habe bis zum Schluss gehofft, dass er ihn doch verschont hat. Ja, habe ich tatsächlich wirklich. Ich war der Meinung, er blufft nur. Das ist echt traurig. Aber was ist mit Chiara? Sie lebt. Ja, wir konnten Chiara befreien. Sie ist am Leben und in Sicherheit. Wie geht es ihr? Chiara möchte euch noch etwas sagen. Achso, ihr seid Straßner. Ja, egal. Wir haben Chiaras Handy in der Papierfabrik gefunden. Wir sind gerade auf dem Weg ins Krankenhaus. Wir tun unseren Menschen Mögliches. Danke, dass ihr Okay. mich nie aufgegeben habt. Ich freue mich schon so, euch alle wiederzusehen. Hä? Wir tun unseren Menschen Mögliches. Danke, dass ihr Okay. mich nie aufgegeben habt. Ich freue mich schon so, euch alle wiederzusehen. Überanstreng dich nicht, du brauchst jetzt ganz viel Ruhe. Wir freuen uns auch schon, dich wiederzusehen. Diese Hintergrundstimme hat mich gerade so irritiert. Vielleicht hätte das ja irgendein Hinweis sein können oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Oder es ist einfach nur so Effekt gewesen. Ja. Gut. Ente gut, alles gut. 22:08 Uhr. Serena hat sich auch nicht mehr gemeldet. Heute Morgen dachte ich noch, wir alle würden sterben. Und ich würde Chiara nie mehr wiedersehen. Aber jetzt. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie froh ich bin, dass wir diesen verdammten Fluch überlebt haben. Es freest. Das Spiel hängt sich auf. Das Spiel hängt sich wirklich auf. Oh, bitte nicht. Ah, doch, jetzt geht's. Wir melden uns aus dem Krankenhaus wieder. Okay, super cool. So, Emilia, alle melden sich nochmal zum Schluss. Das ist immer schön, dass sich nochmal alle. Tomji, ich habe mal wirklich nachgeforscht. Ja? Und mir die Aufzeichnung meines Dads geschnappt. Ja? Ich versuche ein bisschen was über deine Leute herauszufinden. Ja. Aber es ist gar nicht so einfach, da durchzublicken. Danke, Emilia. Aber das wird nicht mehr nötig sein. Wir haben den Mörder endlich entlarvt. Das fällt dir aber früher ein, dafür ist es jetzt zu spät. Hat sich erledigt, Emilia. Wir müssen immer stets freundlich sein. Na? Habt ihr nicht, Edgy Badge? Bitte? Ist das wirklich wahr? Ruf am besten deinen Vater an, der wird dir alles erklären. Ich leite dir unseren Gruppenchat weiter. Da drin stehen alle Infos. Sende das endlich. Oh, das hat aber schnell gelesen jetzt, ne? Nee, also das stimmt nicht. Danke, ich lese mir das sofort durch. Okay, dai dai. Derweilen passiert jetzt genau das. Nichts. Schön. Dieses Spiel am PC zu spielen ist echt eine Wonne. Ach, Ines. Gute Nachrichten.
Ines, wir haben es geschafft. Es gibt Neuigkeiten. Töret. Du brauchst nicht weiterschreiben. Kommissar Strasser hat mich gerade angerufen. Ach, wie schön. Aber dann frage ich mich, was das immer noch mit den Treffen sein sollte. Mit Dr. Leitner. Ach so, klar. Jetzt weiß ich auch. Sie, der Mörder hat in Ines Namen hingeschrieben gehabt. Zu Dings, wir treffen uns. Bla, wahrscheinlich auf dem Friedhof in dem Fall. Um ihn dann, den Dr. Leitner, zu töten. Um ihn anzulocken. So denke ich, wird das sein. Also haben wir den Mörder noch nicht. Ich kann es doch gar nicht glauben. Ihr habt also wirklich geschafft. Danke, danke, danke. Ich hatte solche Angst um meine Schwester. Und zu wissen, dass sie jetzt in Sicherheit ist. Dass ihr sie gerettet habt. Das werde ich dir nie vergessen. Weiß eure Mutter auch schon Bescheid. Uns allen geht es ganz genauso. Chiara ist auch eine meine Freundin. Das war doch selbstverständlich. Genau. Ich habe immer so Zwischengehirnfürze, ne? Deswegen kommt so das raus. Sorry, wenn ich dich jetzt abwimmeln muss, Tom G. Ja, kein Problem. Ich muss mich selber abwimmeln. Aber ich muss zu Chiara ins Krankenhaus fahren. Yep. Ich melde mich. Dai, dai. Okay, schön. Ja, wisst ihr, wie ich meine? Aber ich glaube, ich habe schon in der letzten Folge besprochen gehabt, dass Dr. Leitner tatsächlich da zum Friedhof hingelockt worden ist. Durch Chiaras Chat. Ne? Von wegen, sie muss sich mit ihnen unterhalten und dass jemand in ihren Namen geschrieben hat und ihn dann auf den Friedhof ermordet hat. Das natürlich so aussehen hat lassen, sehen, tun sein können. Als wir. Und der Mörder hat wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass wir es hinterfragen. Und so kommt alles dann zustande. So, wieso schickt alles denn auf einmal? Ist das ein neuer Effekt? So, Leute, die Avatare meiner Kontaktlisten haben sich gerade wie verrückt gewackelt. Oh, das war wohl so geplant. Was hat das zu bedeuten? Eine Stunde noch. Ein ähnliches Phänomen hatte ich doch auch letztens. Henry, wie ist das möglich? Ich kann mir auch keinen Reim drauf machen. Verdammt, irgendwas stimmt bei mir auch nicht. Hört ihr das? Nee. Doch, mein Nachbarskinder unten. Die trampeln. Ach so. Was sind das für Stimmen? Wie ist das nur möglich? Nichts sagen! Wie ist das nur möglich? Wir haben doch den Mörder geschnappt! Oh Gott, der Strom ist plötzlich weg. Was zum Teufel? Tessa, was ist hier los? Rucke raus mit dieser Sprache. Mein Tablet. Die können mich doch nicht so erschrecken. Ah, meine Zeit läuft ab. Wie schön. 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 Fuck, war das Serena zu sehen? Was passiert hier nur? Bei mir kam ebenfalls ein Countdown, noch eine Stunde.
Wie kann das sein? Wir müssten einen Fehler gemacht haben. Ja. Mhm. Serena sollte keinen Grund mehr haben, uns ihr Leben zu bedrohen. Es sei denn, wir haben den Mörder noch nicht entlarvt. Was mich zur Vermutung bringt, dass Leitner nicht unser Täter ist. Ein Genie, der Henry Fonz, ein Genie. Ich gebe es ungern zu, aber es scheint, als hätten wir uns vom wahren Mörder an der Nase herumfuhren lassen. Tja, und das als Polizist, Oberkommissar. Fuck, wenn es nicht Leitner war, wer dann? Das ist ja alles nur konstruiert, der Abschiedsbrief und die Selbstmutter. Wie können unsere Mörder nur so täuschen? Ich meine, es hat alles so gut gepasst. Bist du dir sicher, Henry? Ich sehe keine andere plausible Erklärung. Aber auch ich stelle mir die Frage, wie der Täter dies alles hinbekommen hat. Ja, Henry, schau dir das doch mal bitte eben an. Was denn genau? Ah. Das ist das jetzt mit Dings hier, ne? Achso, Ines. Genau. Ines sagte sie jedoch, sie hätte Leitner nie eine geschrieben. Oder nie geschrieben. Quark, ein Frosch im Hals. Quark, quark. Allmählich erschließt sich mir das Ganze. Ist nicht wahr. Nachdem wir dem Mörder am Grabe eine Falle stellen wollten, hat er sich einen neuen Plan zurechtgelegt. Offiziell besteht er weiterhin auf die Übergabe der Akte. Im Hintergrund hat er sich jedoch etwas anderes ausgedacht. Er hat Dr. Leitner als Sündenbock auserkoren. Mein Gott. Er schreibt Leitner in Ines Namen. Wow. Da sind wir auch schon drauf gekommen, Einstein. Damit will er sicherstellen, dass Leitner entweder alleine in der Wohnung anzutreffen oder ihn womöglich sogar kurzfristig zum Friedhof zu lotsen. Wow. Anschließend bereitet der Täter alles für Leitners vermeintlichen Selbstmord vor und präsentiert ihn uns als Mörder, der sich selbst richtete. Ja. Ey, was hier sollen wir nur tun? Wie zur Hölle sollen wir den Führer nur 45 Minuten finden? Ja, das ist meine Meisterleistung. Das hat doch alles keinen Sinn mehr. Ich will und werde nicht sterben. Wir finden den Täter. Ja. Wir haben ihn in 7 Tagen nicht gefunden. Wie sollen wir den jetzt in 45 Minuten finden? 55. 56. Dommsi, wir dürfen ihn jetzt in nichts aufgeben, ne? Leute, ich habe alles mitgelesen. Chiara, wie geht es dir? Wie soll es mir schon gehen? Aber das ist jetzt nicht wichtig. Wenn Leitner nicht hinter allem steckt und Tomji noch eine Dreiviertelstunde bleibt, dann solltest du vielleicht zusammenhängend schreiben und nicht irgendwie alles in Blöcken. Da muss jeder von uns jetzt alles geben. Sucht im Internet und in Serenas Akt nach allen möglichen Hinweisen. Und lasst nochmal alles Revue passieren, was wir jetzt wissen. Dank euch bin ich wieder frei. Und jetzt lassen wir nichts zu. Nicht zu, dass Tomji heute Nacht stirbt. Danke, das ist voll nett von euch. Süß, oder? Sie haben recht, Kira. Jetzt zählt jede Minute. Auch ich werde alle Register ziehen. Ja.
Meine Kinderchen, jetzt machen wir einen kleinen Break für heute und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.